schafft man jetzt von, wie schafft man es von da unten nach da oben zu kommen? Also, im heutigen Video geht es um Podcast-Empfehlungen. Es gibt auch Handys heutzutage. Also, Gordon, welche Podcasts hörst du dir an? Welche kannst du empfehlen? Fangen wir mal mit Marketing an und ja, kommen dann eher zur Persönlichkeitsentwicklung. Auf jeden Fall. Alter. Auch wenn es englischsprachig ist, auf jeden Fall Digital Marketer steckt dahinter. Perpetual Traffic heißt der Podcast. Ach so spricht man das aus. Ah. Ja. Wieder was gelernt. Perpetual Traffic. Hammer. Hammer, Hammer, was die raushauen an Inhalten, an Content. Da geht es gerade, der Name lässt es fast vermuten, um Traffic und wie man dauerhafte Besucherströme erzielen kann und was die teilweise an Facebook, ja, Insights da rausgeben. Und gerade wenn sich was tut bei Facebook, die sind die Ersten, die irgendwie an der Quelle sitzen da. Und ich meine, die haben die Mörderreichweite und schalten Ads ohne Ende und geben die Erfahrung immer direkt weiter, kostenlos. Kannst einfach reinhören, dir das anhören. Also wenn du Englisch kannst, auf jeden Fall empfehlenswert. Was höre ich noch? Von Russell Brunson, Marketing in Your Car. Ist fast die Frage, ob man das noch so als klassischen Marketing-Podcast bezeichnen kann, weil er eh auch immer so aus seinem Leben ein bisschen erzählt und das, was ihm gerade so auffällt in verschiedener Hinsicht. Dennoch aber finde ich immer wieder interessant, die Sachen, die er so rüberbringt, vor allen Dingen, weil er das immer oder fast immer im Auto wirklich aufnimmt. das heißt, das dauert immer, hey cool, das dauert immer nur irgendwie 10 Minuten oder sowas, eine Folge. Marketing, habe ich noch irgendeinen? Ah, vielleicht reichen die, es sind übrigens beides amerikanische, englischsprachige Podcasts. Guckst du gerade mal nach? Ja, mein Handy hängt da gerade, deswegen kann ich nicht gucken, welche Podcasts ich höre. Marketing, keine Ahnung. Ich mache aber trotzdem mal weiter mit dem nächsten Thema. Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Erstens, und für mich persönlich passt es einfach extrem und ich finde extrem cool, was er macht, Christian Bischoff. Ich weiß gar nicht genau, ach so, wahrscheinlich, du weißt nie, wo dein Limit ist oder so ähnlich, heißt wahrscheinlich auch sein Podcast, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber Christian Bischoff einfach suchen und ihr werdet den schon finden. Ich finde es extrem gut vom Inhalt her, was er bringt, aber auch wie er es rüberbringt und wie er es einbrennt förmlich in die Gedanken und immer wieder dieses, ich meine, du hörst einen Podcast, ein Audio und immer wieder diese Aufforderung, komm, hilf mir, wie war das, was, und die Wiederholung und immer wieder. Also ich finde es cool, mir liegt es irgendwie und finde den, momentan ist das der beste Podcast in meinen Augen, der mich am weitesten bringt. Was mir aber auch sehr gut gefällt, ist zum Beispiel der Unlearning Podcast von Gunnar Schuster, der verschiedene Persönlichkeiten interviewt, ja, wie sie sich eine Selbstständigkeit, ein Unternehmen aufgebaut haben, was ihre Learnings sind und vor allen Dingen eben dieses sich Befreien aus dem einengenden System, so will ich es mal nennen. Und er hat auch ein paar sehr, sehr starke, leider meiner Meinung nach zu wenige, aber sehr starke Solo-Folgen drin, die ich ebenfalls sehr gut finde und empfehlen kann. Und als dritten würde ich hier an der Stelle nennen von Tom Kaulis den Erfolgspodcast Ähnlich, Interviews, wo er aus verschiedenen Branchen und somit auch aus gewissermaßen verschiedenen Blickwinkeln immer wieder erfolgreiche Unternehmer interviewt und du merkst ein Muster merkst du, was die Denke, die grundsätzliche Herangehensweise und Überlegung dabei angeht und das finde ich das super, super Spannende, das iPhone nickt. Ja, Dejan, deine Empfehlung, du bist dran. Dieselben. Ja, ich finde auch dieselben. Ja, ich finde es sogar cool, dass du die, die mir gerade aufgefallen sind, vergessen hast. Und zwar Matthew Mogridge. Ja, okay. Ja. Matthew Mogridge, ziemlich cool. Also höre ich mir auch sehr gerne an. Vor allem auch interessant eigentlich. Ich habe angefangen während des Trainings, Fitness-Trainings, mir Podcasts anzuhören. Und ich habe mir vorher immer so Techno-Musik reingegeben, so Chill-Out, Dubstep, so wow, motivierend. Ich dachte mir, ich probiere es einmal aus, weil ja, meine Zeit, diese eineinhalb Stunden. Ich es dir empfohlen habe, du kannst es ruhig sagen. Ja, du hast es mir empfohlen, ja, stimmt.
Und ich habe zuerst gesagt so, ah, das ist nicht meins. Dann habe ich es probiert. Ich so, Alter, ist ziemlich cool eigentlich, weil man tobt sich aus, schwitzt ein bisschen und tankt oben. Also es kommt raus überall und da kommt es rein. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Und das ist Matthew Mogic ziemlich cool, ziemlich motivierend, sehr interessante Gäste auch und er selber hat ein paar coole Ideen, Ansätze, also taugt mir ziemlich. Dann vom Dirk Kräuter, der hat auch ziemlich interessante Inhalte, auch ja. Coole Interviewpartner, letztens mit dem Mehmet E. Göcker. Ja, also kann man sich auch auf jeden Fall und sollte man sich anhören, gute Tipps zum Thema Vertrieb, Verkaufen und so weiter. Ja, nee, mach erstmal weiter. Mir ist noch einer eingefallen. Vielleicht nennst du ihn eh jetzt, aber. Und der dritte ist. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Super. Matthew. Ich hab ihn gerade gehabt. Scheiße, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Calvin Hollywood. Ja, genau, ja, genau. Ja, danke. Ja, ja, Calvin Hollywood. Von Calvin Hollywood ja. War ich echt überrascht, muss ich sagen. Zum einen überrascht und zum anderen eben das, was er sagt. Ich finde es dann witzig, weil man hört sich das an und so. Und eigentlich nickst du innerlich die ganze Zeit so, ja, ja, stimmt, genau. mache ich, ja, stimmt, ja. stimmt, ja. Und da sieht man eben, dass eben, was Gordon schon gesagt hat, das Denken erfolgreicher Leute ist eigentlich immer gleich. Die Fehler sind dieselben, es wiederholt sich einfach alles. Also eigentlich kann man sich 5 Folgen anhören von allen, weil es immer derselbe Scheiß ist. Dennoch, Tipp an dieser Stelle, einfach so viele Folgen anhören, wie ihr könnt. Eben. Es ist dennoch immer, wieder ja. Rein in den Kopf. Ganz wichtig. Ja. Genau, ja. Gut. Welche Podcast-Folgen hörst du? Das würde uns freuen, wenn du sagst, hey, es gibt noch coole, die du jetzt kennst, dann schreib uns einfach im Kommentarfeld, was gibt es noch für Podcasts, englischsprachig und wie gesagt, egal ob Persönlichkeitsentwicklung, ob Marketing, auch deutsches Marketing, natürlich der Oma-Podcast. Der bald kommt. Genau, oder der heißt... Das. Ja, genau, ja. Wir wissen es noch gar nicht genau, ja. Also, Daumen hoch, Kommentar Daumen schreiben, hoch, Kommentar und teilen, sharen, twittern, Instagrammen und was es alles dort noch gibt.